So, hallo liebe Freunde, herzlich willkommen bei Peru Plays von der schönsten Insel der Welt aus Zypern. Ich bin der Peru, grüß euch. Ja Leute, es gibt Neuigkeiten, wer hätte das gedacht, vom American Truck Simulator. Denn man beglückt uns mit einem Update auf die Version 1.51. Und darüber müssen wir mal ein bisschen reden. Es gibt einige optische Aspekte und den ersten davon seht ihr auch gleich hier schon im Startbildschirm. Es gibt einen neuen Startbildschirm mit einem neuen Kenworth. Das ist ein neues Sondermodell, das ihr euch jetzt gönnen könnt in einer sehr schönen Lackierung. Die wurde nochmal überarbeitet. Ist nice. Ich wünschte mir, man hätte das konsequent vom Layout ein bisschen umgesetzt, auch auf den Hauptspielbildschirm. Da ist nämlich alles noch beim Alten. Ja, lass uns drüber reden. Was ist passiert? Das 1.51 Update bringt ganz viele Updates und Fixes, was die Maps selber angeht. Am 16. erscheint ja schon eine neue Map wieder. Und da hat man sich gesagt, bei der Gelegenheit wursteln wir nochmal alles um. Das heißt, ihr habt auf den Karten Bugfixes bzw. auch größere Reparaturen. Wir erinnern uns, in Oregon war ein ganzer Teil von der Autobahn weg. Der ist wieder da. Es soll zum Teil animiertes B- und Entladen geben. Da bin ich mal sehr gespannt. Und ja, die größte Änderung, Leute, die findet ihr in der Steuerung, wenn ihr mit dem Controller spielt, denn die gesamte Steuerung wurde nochmal angepasst. Und ich habe Leute gesehen, wir haben Leute geschrieben, mit Tränen in den Augen, ja. Wir können hier unser Gerät nicht starten, wir können kein Licht anmachen, ich finde den Scheibenwischer nicht. Und Leute, darüber werden wir jetzt gleich reden. Und natürlich auch ein bisschen fahren. Guti, ich nehme jetzt mal hier einen Xbox-Controller. Wir werden aber natürlich auch reden über den DualSense-Controller, falls ihr den benutzt. Ich werde jetzt nicht auf alle Sachen im Detail angehen, weil es sind zu viele. Ich werde jetzt nur mal die Hauptfunktionen mit euch besprechen, damit ihr eure Kiste überhaupt in Gang bekommt. Und Scheibenwischer, Licht, ne, so das Elementare. Tempomat ist ja auch immer so ein Thema, ne? Bin ich ja dauernd am Suchen. Aber das werden wir uns jetzt mal angucken. So, dann starten wir mal rein. Ich hoffe, ich kriege das jetzt gebacken. Ich versuche das jetzt einigermaßen kurz, knackig und verständlich für euch zu machen. Und ja, ich werde euch noch einen Link natürlich in das Video packen, in die Videobeschreibung. Da findet ihr die Tastaturbelegung, die neue Tastaturbelegung für DualSense Controller und Xbox Controller. Ich kann euch sagen, einiges davon, ich sag mal, ist ziemlich gewöhnungsbedürftig. Da müssen wir alle ein bisschen umdenken, ob das jetzt Sinn macht, ob das jetzt wirklich so praktikabel ist beim Fahren. Das werden wir heute ein bisschen antesten. Es ist immer so, man ist ja ein Gewohnheitstier. Man gewöhnt sich an vieles, ne? Gerade wenn man auf dem Controller spielt in einem Spiel, da gewöhnt man sich an die Tastenbelegung. Man weiß nach ein paar Jahren blind, das ist da und da. Und wenn man dann so spontan und so umfassend in die Steuerung eingreift, wie jetzt mit dem Update 1.51, das ist schon eine große Nummer, ne? Weil ich habe mein Spiel gestartet und dachte, Hölle, ich krieg meine Kiste nicht gestartet. Nichts, null, nada, niente. Ne? Ja, damit euch das nicht passiert, dieses kleine, kurze, knackige Video. Wenn euch das übrigens gefällt, lasst gerne ein Like, Follow oder Abo da. Das würde mich sehr freuen und ihr verpasst dann auch nicht die nächsten Folgen. Also im besten Fall auch gleich noch die Glocke läuten. Ne? Wir verstehen uns. So, ich werde uns mal eine kleine, feine Tour raussuchen. Damit wir das Ganze mal mehr oder weniger in der Praxis sehen. So, gut, zu klein sollte die Tour jetzt nicht sein. Was haben wir hier? Kingman. Ja, guck mal, Kingman ist so eine Route. Oh, das sieht nach einem Schwertransport. Nee, warte mal. So ein ganz normaler Aufleger sollte uns da ja genügen. 20.000 Lips. Ja, dann machen wir, schauen wir mal, geht das? Ja, okay. Ach, Leute. Ich habe wirklich lange gebraucht, bis ich mich da so ein bisschen eingewöhnt habe. Also wirklich eingewöhnt habe ich mich dann noch nicht dran. Ihr könnt mir ja bitte mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das empfindet, ne? Wie ihr die neue Steuerung findet. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir es mal an. Ich muss mich jetzt selber ganz kurz hier mal auf den richtigen Stand bringen. Ich habe mir jetzt extra hier die Schemata-Modelle der Tastenbelegung nochmal hier aufs Tablet gelegt, damit wir das hier mal zusammen
durchgehen können. Also, was bleibt ist, und das betrifft Xbox und PlayStation Controller, ihr startet hier weiterhin mit der R2-Taste. Daran hat sich jetzt nicht viel verändert. Jetzt geht's aber erstmal weiter. Den Scheibenwischer, den hatten wir sowohl bei PlayStation als auch bei Xbox auf der rechten Richtungstaste. Das ist vorbei. Das findet ihr jetzt auf der unteren. Ich hoffe, ich habe da jetzt recht. Ja, auf der Richtungstaste nach unten. Da ist jetzt euer Scheibenwischer. Ja, jetzt ist auch mal gut. Und das Licht. Warte mal, ich gehe mal in die Außenansicht. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Tinnef hier. Ja, das ist jetzt auf der... Ja, das ist jetzt wieder ein bisschen unterschiedlich. Bei PlayStation ist es auf der Quadrat-Taste und ja, auf der Xbox natürlich auf der X-Taste. Ihr seht das hier jetzt gerade, ne? Das funktioniert wunderbar. Aber wie gesagt, das ist natürlich eine Umgewöhnung, ne? Also diese ganzen altbekannten und liebgewordenen Handgriffe funktionieren so jetzt nicht mehr. Also nicht wirklich. So, jetzt aber ist der Punkt, wir fahren ja nicht nur durch die Gegend, sondern wir müssen ab und zu mal anhalten oder natürlich auch den Motor ausschalten, wenn wir irgendwo parken und nächtigen. Das war ja vorher immer die R3-Taste auf beiden Controller-Typen. Ich drücke, nichts passiert. Auch das ist vorbei. Um die Maschine zu stoppen, müsst ihr die rechte Richtungstaste gedrückt halten. Und da kommen wir jetzt gleich zum nächsten, nämlich zu den Richtungstasten links und rechts. Das ist eine Änderung. Da hatte ich ein bisschen dran zu schlucken. Ich fand es immer sehr komfortabel, dass wir, warte mal, ich gehe mal hier wieder in die Außenansicht, dass wir die Blinker auf den linken und rechten oberen Schultertasten hatten, also L1 und R1, ja? Das ist auch vorbei. Blinker habt ihr jetzt auf Richtungstaste links und Richtungstaste rechts. Und jetzt merkt ihr was, ne? Die sind doppelt belegt, ne? Also zum Teil, jetzt mal ein Beispiel, Blinker nach rechts ist R-Taste, also Richtungstaste rechts, aber auch Motor anhalten ist auf rechts, aber rechts gehalten. Also das ist so, diese Doppelbelegung, die macht mir gerade noch so ein bisschen zu schaffen. Ihr werdet da wahrscheinlich auch gleich beim Fahren sehen. Ich werde mich da noch ein bisschen schwer tun wahrscheinlich. Und ein Thema natürlich auch noch, der Tempomat, gerade bei längeren Strecken mag man darauf ja nicht verzichten. Früher, ganz einfach mit Drücken der X-Taste oder auf der PlayStation mit der Quadrat-Taste, bums, war das Ding an, fertig. Ist auch vorbei. Um jetzt den Autopiloten zu aktivieren, müsst ihr die L1-Taste, also die linke Schultertaste, das gilt für beide Controller-Typen, drücken und gleichzeitig Y, B und A oder ja, eben halt Quadrat, Kreis und X auf der PlayStation, auf dem PlayStation-Controller. Natürlich nicht gleichzeitig. Um jetzt zum Beispiel den Tempomat zu aktivieren, drückt ihr also, wie gesagt, Schultertaste L1. Zum Aktivieren bzw. zum Erhöhen des Tempomaten drückt ihr also L1 und X auf der PlayStation und A auf dem Xbox-Controller. Ne? Ist alles ein bisschen verrückt. Ne? Also L1, jetzt, wir fangen mal an mit PlayStation, nicht, dass wir jetzt hier ins Rudern kommen. Also Tempomat auf PlayStation. L1 und Dreieck, um die Leistung zu erhöhen. Und L1X, um die Leistung zu verringern. Ne? Und dann habt ihr noch einen Control-Mode für das Ganze. Beziehungsweise um das zu resetten, das findet ihr auf L1 und Kreis. Ne? Das bedeutet für die Xbox L1 und Y, um die Leistung zu erhöhen, L1 und A, um die Leistung zu verringern vom Tempomaten, ja, und zum Kontrollmodus zu kommen vom Tempomaten, L1 und B. Das war jetzt sehr viel Theorie, wie gesagt. Es ist jetzt so natürlich optisch schwer zu vermitteln. Ich will jetzt auch nicht meine Hände abfilmen. Wer will das sehen? Ist ja kein Fetischistenprogramm hier. Wie gesagt, ich werde euch diese Tafel mit der neuen Belegung für die Controller
in die Videobeschreibung packen. Wir werden jetzt aber einmal versuchen, mit dieser neuen Tastenbelegung zu fahren, damit ich euch mal so ein erstes Feedback geben kann. Ja, ob das was taucht, ob wir damit klarkommen. Haben wir hier schon einen Blinker drin? Tatsache, okay. So, ich bin sehr gespannt, aber ich muss auch ehrlich gestehen, ein bisschen verängstigt wäre jetzt übertrieben zu sagen, aber ich finde generell immer gut, wenn man versucht, etwas zu verbessern. Es ist eben halt so, diese Steuerung, die wir kennen, die altbekannte, die gab es so lange und das sind Handgriffe, liebe Trucker-Freunde, die sind uns ja natürlich in Fleisch und Blut übergegangen. Und da so ein komplettes Rollover zu machen, das ist eine Nummer. Ich fühle mich jetzt gerade wieder wie der absolute Rookie, ne? Also normalerweise jetzt in einem Flutsch würde ich jetzt hier abbiegen. Jetzt muss ich erstmal gucken, habe ich jetzt die richtige Taste gedrückt? Ja. Es ist nicht leicht. So, wir machen mal eine kleine Tour nach Kingsman, glaube ich. Und werden jetzt erstmal natürlich die Ware abholen. Und ich hoffe, wir haben ein bisschen Landstraßen- bzw. Autobahnstrecke, dass wir auch den Tempomaten mal ausprobieren können. Ich bin sehr gespannt auf die grafischen Aufwertungen, die es hier angeblich gibt. Also auch die Vegetation ist teilweise in den Maps angepasst worden, der KI-Verkehr. Das sind alles Sachen, die werden sich mit der Zeit zeigen. Aber ganz offensichtlich versucht man, den Euro Truck Simulator auch für die nächsten Jahre sogar noch fit zu machen. Ich glaube, damit können wir vorerst die Hoffnung auf eine neue Version begraben. Weil wenn hier jetzt nochmal, und das ist jetzt nur meine ganz persönliche Meinung, hier nochmal so umfangreich geändert wird im Spiel, dann sehe ich da aktuell jedenfalls keine Absicht, einen neuen Titel rauszubringen. Es ist ja viel spekuliert worden. Wird der Truck Simulator 3 zum Beispiel auch konsolenfähig sein? Da gab es ja Überlegungen tatsächlich auch von Seiten von SCS. Das scheint jetzt erstmal allgemein vom Tisch zu sein. Also nicht, ob das jetzt auch eine Konsolenversion geben wird, sondern allgemein die Version 3 ist, glaube ich, jetzt gerade aktuell in weitere Ferne gerückt. Ja, wir müssen mal abwarten, was passiert. So, da vorne oben links sehen wir schon unser Ziel. Wie gesagt, das wird nur eine kleine, knackige Runde und ich werde dann ein ganz kurzes Resümee ziehen, wie mein Eindruck ist, mit dieser Steuerung zu fahren. Wie gesagt, schreibt es mir bitte mal in die Kommentare, wie ihr das insbesondere mit dem Thema der Steuerung empfindet. Tut ihr euch damit schwer? Ist das allgemein gut? Findet ihr das praktisch, diese Umbelegung? Oder doch eher, ja, warum ne? Ne? Warum ne? Also wie gesagt, einfach mal in die Kommentare rein. Dankeschön. Jetzt will ich schon gerade wieder die linke Schultertaste drücken, ne? Das ist genau das, was ich meinte, ne? Die Macht der Gewohnheit. So, jetzt haben wir gerade grün. Dann rüber da. Es ist eben halt immer ziemlich schwer. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu verquer mit der Erklärung, aber es ist eben halt, Controllerbelegungen sind immer schwer zu erklären. Ich müsste da jetzt ein großes Grafikfeuerwerk zünden. Deshalb, das will ich euch und mir ersparen. Deshalb, wie gesagt, das Ganze gibt es dann nochmal als Link in der Videobeschreibung. So, jetzt finde ich natürlich schön, dass ich hier die Arbeitsagentur aufgefunden habe. Das heißt aber auch, ich bin ein zu früh abgebogen. Ich hoffe, dass mir da nichts Kleines reinditscht. Aber ich glaube, ich werde auch viele Fahrfehler jetzt erstmal machen. Ganz einfach, weil ich jetzt erstmal zweimal überlegen muss, bevor ich jetzt irgendwas mache und drücke. Okay.
Jetzt schauen wir mal, wo der Anhänger steht. So, zu eurer Information, wenn ihr das erste Mal dabei seid, wir spielen das Ganze auf dem Steam Deck. Deshalb bitte nicht wundern, wenn das optisch nicht immer Deluxe ist. Für mich ist es jedoch die einzige Möglichkeit, dieses Spiel, das ich sehr liebe, übrigens, zu spielen. Jetzt wollt ihr mich ärgern, oder? Ich muss tatsächlich... Ich dachte, ich fahre jetzt ganz schlau hier von hinten ran. Auf der Ecke war ich jetzt schon lange nicht mehr, deshalb bin ich jetzt hier auch ein bisschen doof gefahren. So, warte mal kurz. Jetzt habe ich natürlich hier Abel Dutch, ne? Das ist... Ja, egal. Guckt sowieso keiner hin auf die Schilder hier. So, jetzt gucke ich aber mal lieber nach hinten, nicht, dass ich gleich den nächsten Kandidaten hier umfahre. Das muss nicht sein. Ja, natürlich. Natürlich. Mein Glück heute wieder. Aber wie gesagt, das wird mir noch öfter passieren. Also auch die kommenden Livestreams sind ohne Gewehr. Wie gesagt, an die neue Steuerung muss ich mich auch tatsächlich erstmal gewöhnen. So. Ja, das wird übrigens jetzt hier auch gleich ein wichtiger Teil. Auch das Ankoppeln läuft jetzt anders. Es läuft nicht mehr über die Y- bzw. Dreieckstaste bei der PlayStation. Werdet ihr gleich sehen. Das läuft jetzt auch über die Richtungstasten. Das wird allerdings tatsächlich eingeblendet gleich im Navi. Beziehungsweise im HUD. Das werdet ihr gleich sehen. Siehst du, das hätte ich nämlich fast vergessen. Aber einige Sachen ergeben sich ganz einfach von selbst in dem Spiel. Ne? Ist so. Ich glaube, ich habe mal die Lenkung hier so ein bisschen zu zart eingestellt. Weil ich muss ja einschlagen wie ein Wilder. Aber das soll uns jetzt erstmal hier... für diese kleine Demo, sage ich jetzt mal, reichen. So, da sind wir. So, und ihr seht es schon, ne? Hier seht ihr die Richtungstaste nach links. Gedrückt halten, ganz wichtig. Weil wenn ihr nur nach links drückt, dann geht der Blinker an. Und das ist das, was ich meine mit der Doppelbelegung der Tasten. Ne? Das kann ziemlich verwirrend werden bei den ersten Fahrten. Also ich bin schon verwirrt, ihr seht es schon. Ja, das ist mehr als gewöhnungsbedürftig. Gut, dann fahren wir mal los. So, ich will gleich mal versuchen, dass wir, sobald wir auf dem Highway sind, einigermaßen gerade Strecke haben, dass wir da mal... testen, wie funktionabel und praktisch das Ganze ist mit dem Tempomat. Also es wird jetzt auch nicht so flüssig. Ich merke das bei jedem Abbiegen. Ich muss mich erstmal umorientieren. Ich will immer aus der Gewohnheit raus natürlich die Richtungstaste drücken. Die Schultertaste wollte ich sagen. Und deshalb dauert es manchmal. Also manche Eingaben kommen heute verzögert, weil ich selber überlegen muss. So. Oh, wir haben Glück. Es geht gleich auf den Highway. Sehr gut. So. On the road again. So, jetzt gucken wir mal, dass wir gleich ein gerades Stück Strecke finden. Ärgert mich jetzt gerade hier. Wir haben hier gerade natürlich, wie es der Zufall will, jetzt keine gerade Strecke, sondern so eine verschnörkelte Schlangenroute hier. Ja, wie gesagt, die Lenkung ist bei mir noch nicht optimal eingestellt hier mit Lenkung
und Empfindlichkeit. Das muss ich nochmal korrigieren. Deshalb nicht wundern, wenn ich so ein bisschen hackelig fahre heute. Ich muss hier wirklich auf Gefühl fahren. So, jetzt kommt ein einigermaßen kurzer Streckenabschnitt. Also wir erinnern uns, Tempomat. Ich mache jetzt mal hier... Wir sind schon wieder zu schnell. Toll. So, jetzt L1 und A. Macht er? Ich habe das jetzt nicht mitbekommen. Wir behalten das mal schnell im Auge hier. Ja, also da hören wir schon, er zieht. Na, also hier jetzt aktiviert mit der linken Schultertaste und A. Na, auf der PlayStation ist es dann linke Schultertaste und X. So, und wir können jetzt in Schritten natürlich den Tempomat wieder erhöhen. Also auch hier wieder die L1-Taste, dann eben entsprechend Y auf der Xbox-Controller-Tastatur und das Dreieck mit L1 auf der PlayStation-Tastatur. So können wir jetzt schrittweise, wie wir es eingestellt haben, eben die Geschwindigkeit im Tempomat erhöhen. Das ist jetzt zum Beispiel eine Belegung, obwohl wir da umschalten müssen mit der Schultertaste, die ich gut finde, weil wenn ihr erstmal drin seid und locker in der Fahrt seid auf dem Highway, sonst mache ich den ja auch nicht an den Tempomaten, ehrlich gesagt, ist das schon sehr komfortabel, um sich über den Controller den Tempomaten jeweils an die jeweiligen Verhältnisse und Vorgaben anzupassen. Das muss ich ganz ehrlich gestehen, finde ich nicht schlecht. So, ihr seht schon hier im Hintergrund, ich regle den so stufenweise so ein bisschen hoch. Das funktioniert tatsächlich mit dem Controller jetzt besser. Das ist das Erste, wo ich sage, ja, macht Sinn. Was eben halt generell, sehr gewöhnungsbedürftig ist, glaube ich, ist eben halt die Doppelbelegung und Dreifachbelegung des Controllers. Man muss ihn halt komplett umlernen. Das wird seine Zeit dauern. Ich will das jetzt auch nicht alles von Anfang an verteufeln. Vielleicht war das jetzt eine richtig gute Überlegung. Vielleicht hatten die Jungs da eine richtig gute Idee. Das wird eben halt erst die Praxis zeigen. Jetzt ist das Ganze erst ein, zwei Tage alt, ne? Und deshalb möchte ich der Sache natürlich hier auch dementsprechend eine Chance geben. Das hat es auf jeden Fall verdient. Wie gesagt, mit dem Tempomaten bin ich komplett d'accord. Das ist so deutlich besser zu handeln während der Fahrt. Bloß eben halt Grundfunktionen wie der Blinker, Scheibenwischer, Licht oder einfach auch nur die Motor starten sind komplett jetzt woanders. Also da wird es, denke ich, auch mal bei meinen Livestreams, die es hier auch immer wieder mal gibt von American und Euro Truck Simulator, mal den ein oder anderen mentalen Ausfall geben. Ich bin ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Ne? Ich brauche länger, um mich umzugewöhnen. Ne? Apropos, wenn ihr auch weitere Videos oder auch Simulationen sehen wollt, schaut einfach mal vorbei. Lasst ein Like, Follow oder Abo da. Läutet die Glocke, dann verpasst ihr keinen meiner Releases. Egal, ob das jetzt Livestream ist oder eben natürlich auch Videos on Demand. Würde mich sehr freuen. So, jetzt stehen wir hier und können nicht anders. Lässt der Kollege uns rein? Das finde ich nett. Netten Gruß auf dem Weg. Das ist doch mal netter, oder? So sind wir Trucker, ne? Immer nett, immer freundlich zuvorkommend. Wir helfen, wo wir können. So, wir haben Glück, wir dürfen die nächste Wiegestation umfahren. Ich habe jetzt extra eine kürzere Strecke gewählt, sind nur noch 30 Meilen, da sind wir... Also, da werden wir kurz in Kürze einschlagen, sage ich jetzt mal. So, ich aktiviere jetzt nochmal den Tempomat. Das ist wirklich die erste Steuerung, die ich mit dem neuen Konzept, wie gesagt, wirklich praktisch finde. So, 55 ist hier angesagt. Hier haben wir jetzt ein gutes Beispiel. Ne? Also hier können wir jetzt relativ schnell anpassen, egal... Ob jetzt Geschwindigkeit rauf oder runter geht, das könnt ihr jetzt wirklich mit dieser neuen Einstellung, finde ich, recht komfortabel machen. Besser als früher. Aber das, wie gesagt, nur meine persönliche Meinung. Ne? Also das ist. Jeder empfindet das natürlich wahrscheinlich ein bisschen anders.
Was ich definitiv gerade sehe, wenn wir die Tour hinter uns haben, muss ich den Kollegen mal schlafen schicken, so ganz nebenbei. So, wir ordnen uns schon mal hier links ein. Ja, ich wollte es nämlich gerade sagen, wir müssen doch gleich links abbiegen. Also Richtungstaste links. Oh, das ist. Ich habe es immer so geliebt, dass die Blinker auf der Schultertaste waren. Das ist so, finde ich, der nächste Griff. Die Richtungstaste links, rechts finde ich nicht so. Machen viele Simulatoren so. Konkurrenzprodukte, die legen es auch auf die Richtungstaste. Ich finde es jetzt nicht so die optimale Lösung. Aber ja, was soll's machen, ne? Wie gesagt, letztendlich alles Gewöhnungssache, ne? Ja, es kommt davon, ne? Fahren und schnacken, ne? Nicht umsonst immer das Schild in Bus und Bahn, ne? Und im Verkehr während der Fahrt nicht mit dem Fahrer sprechen. Hat seinen Grund. So, ich glaube, wir brauchen gar nicht groß hier von dem Streifen runter, weil ich glaube, wir müssen auch gleich abfahren. Na, da sehen wir schon die Ausschilderung. King Man. Deshalb zünde ich hier auch gar nicht groß auf. Was die Geschwindigkeit angeht. Ja, so ein bisschen können wir. Wir wollen jetzt auch nicht kriechen. Keep right and then exit right. Also ihr merkt schon, ich fahre extrem vorsichtig. Weil ich weiß, dass meine Reaktionszeit jetzt deutlich länger ist. Bei bestimmten Aktionen. Fahre ich lieber ein bisschen vorsichtiger. So, jetzt dürfen wir auch gleich da sein. Eine Meile, das ist wahrscheinlich gleich hier um die Ecke. Also nachdem man das einmal jetzt so gemacht hat, nachdem man also wirklich jetzt einmal so wirklich gefahren ist, kann ich jetzt ja schon mal ansprechen, gewöhnungsbedürftig auf jeden Fall, ne, die neue Steuerung, auf jeden Fall, aber nicht unmachbar, ne, also es werden jetzt hier keine neuen Welten aufgemacht, aber wie gesagt, diese Steuerung, die wir kennen oder kannten und lieben, die ist uns eben halt in Fleisch und Blut übergegangen und ich denke, es wird mir nicht alleine so gehen. Es wird eine Weile brauchen, bis man sich da umgewöhnt hat, bis man das so in Fleisch und Blut hat. Ja, nee, ich muss noch warten. Ich will ja nicht abbiegen. Jetzt war ich fast. Fast hatten sie mich hier wieder gerade erwischt. Okay. So, das ist übrigens meine erste Aufnahme mehr oder weniger, die auch so mehr oder weniger ein bisschen nachbearbeitet wird über Steam Deck. Da muss ich mich erstmal ein bisschen einfummeln. Wenn das qualitativ noch nicht das große ganze goldene Kalb ist, dann seht mir das nach. Ich muss mich da erstmal einfummeln. Ne? Das ist ein bisschen was Neues für mich hier. Guti, da sind wir beim Walmart. Das finde ich gut. So, dann setzen wir die Kiste kurz nochmal auf den Spot hier und dann haben wir die Tour auch hinter uns. Und dann ziehen wir ein kleines Resümee und dann soll es das auch schon für heute gewesen sein. So, jetzt kommen wir zum nächsten. Motor ausschalten, ne? Wie gesagt, das war ja immer rechts 3, ist vorbei, ne? Um die Maschine jetzt zu stoppen, müsst ihr, egal auf welchem Controller, rechts drücken und halten. Ganz wichtig, ne? Dasselbe habt ihr umgekehrt auf der Linkstaste beim Entkoppeln, ne? Um das Ganze zu entkoppeln. Oder anzukoppeln, Entschuldigung, in dem Fall. Ich bin jetzt selber schon ziemlich durcheinander, ihr merkt das, ne?
So, dann koppeln wir jetzt auch mal ab. Genau so. Okay. Gut, Freunde. Ja, wir sind sicher am Ziel angekommen, was mich jetzt auch ein bisschen beruhigt. Ich hatte ehrlich gesagt so ein bisschen Schiss vor der Fahrt, so kurz wie sie war. Wie gesagt, es ist, ja, sehr gewöhnungsbedürftig. Leute, also wir fassen zusammen. Update 1.51 für den American Simulator. Sehr viele optische Anpassungen, Korrekturen auf den einzelnen Maps, das möchte ich euch freistellen, selbst zu erkunden und herauszufinden, das macht ja auch am meisten Spaß, den will ich euch gar nicht nehmen. Was aber sehr, sehr wichtig ist und eigentlich das Wichtigste von allem, und da haben wir schon mal einen kleinen Blick drauf geworfen, ist die Steuerung, die also komplett überarbeitet wurde. Wenn ihr das bis jetzt nicht mitbekommen habt, ne, durch das Update wurde eure Steuerung verändert, es ist nicht kaputt, euer Controller ist nicht kaputt, die Steuerung wurde komplett überarbeitet. Wie gesagt, einen Link zu dieser Seite mit der neuen Steuerbelegung auf Xbox und PlayStation Controller werde ich euch in diesem Video verlinken. Und ich hoffe, dieser kleine Überblick hat euch ein bisschen informiert und vielleicht auch ein bisschen weitergeholfen. Wenn ja, lasst gerne ein Like, Follow oder Abo da. Ne, freut mich natürlich, wenn ihr bei mir bleibt, den Kanal abonniert, die Glocke läutet. Aber das überlasse ich euch. Leute, in diesem Sinne, ich danke euch erstmal fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen zauberhaften Tag. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.